Terror von rechts. Wer steht dahinter? Und wie gehen Polizei und Justiz mit den Tätern um? Wir beobachten am Amtsgericht Emmendingen einen Prozess gegen Neonazis, die mit Sprengstoff festgenommen wurden. Auf der Anklagebank sitzt eine Gruppe, bei der eine Rohrbombe, hier ein Nachbau, sichergestellt wurde. Der Haupttäter ist Oliver Rösch. Vor Gericht steht er wegen einer weiteren Tat. Hier, bei dieser Demonstration von Rechtsextremisten in Dortmund. Oliver Rösch ist dabei. Die Polizei will für Sicherheit sorgen. Aber dann? Oliver Rösch hat einen Sprengsatz geworfen. Die Polizei nimmt ihn fest. 6 Menschen sind verletzt. Oliver Rösch und sein Kamerad verabreden sich im Regionalzug nach Freiburg. An dieser Station steigt Rösch zu. Im letzten Wagen findet das Treffen statt. Den Ermittlungsakten zufolge fahren die beiden mit einem Karton nach Freiburg. In dem Karton befindet sich die Rohrbombe. Rösch ist zu diesem Zeitpunkt schon vorbestraft wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. Am frühen Morgen gehen sie auf diesen Parkplatz in Freiburg und testen einen der Sprengsätze. Staatssekretärin Emily Haber ist, direkt unter Bundesinnenminister Thomas de Maizière, verantwortlich für die innere Sicherheit Deutschlands. Für die Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus. Wir müssen bei dem Begriff Rechtsterrorismus genau uns anschauen, ob es tatsächlich eine Bewegung ist, ob wir sehen, dass Gewalttäter sich miteinander vernetzen. Und bisher ist unser Eindruck, dass die Phänomene noch lokal sind, dass die meisten der Täter, 2/3 der Täter, im lokalen Umfeld agieren, dass sie nicht überregional vernetzt sind. Wie stark war die Gruppe um Oliver Rösch vernetzt? Angela Formaniak, die Vertreterin der Nebenklage, hat seine Verbindungen in der Neonazi-Szene genau untersucht. Es gibt ganz klar Zusammenhänge, die waren gut vernetzt in der süddeutschen Nazi-Szene, hatten Kontakte in alle möglichen Richtungen. Rösch und seine Kameraden behaupten vor Gericht, die Anschlagspläne wieder verworfen zu haben, bevor die Polizei die Bombe sicherstellte. Staatsanwalt Florian Rink stellt die Ermittlungen wegen Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens deshalb ein. So wie es die Angeklagten dargestellt haben, sollte es sich hierbei ja nur um eine Suff-Idee handeln. Mhm. Aber die Rohrbombe war einsatzbereit. Die Rohrbombe war hergestellt durch den Angeklagten, war an sich einsatzbereit und auch, wie wir von dem Sachverständigen in der Hauptverhandlung gehört haben, entsprechend gefährlich. Suffköpfe oder Waffennarren? So nennen Staatsanwälte und Richter Neonazis häufig. Sie meinen das entlastend. Oliver Rösch und ein Mitangeklagter werden zu Bewährungsstrafen verurteilt, 2 weitere Täter zu geringen Geldstrafen. Wie wäre das Urteil ausgefallen, wenn die Täter Islamisten gewesen wären? So wie in diesem Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Dschihadisten, die verheerende Anschläge in Deutschland verüben wollten, die sogenannte Sauerlandgruppe. Die Männer hatten Chemikalien zum Bau von Bomben beschafft. Die Anschlagsziele waren noch vage. Trotzdem ist es möglich, streng zu bestrafen. Das Gericht kann ein klares Urteil fällen. Die Täter bekommen Haftstrafen zwischen 5 und 12 Jahren. Tatsächlich die ganze Härte des Rechtsstaates. Mit welcher Härte aber verfolgt der Rechtsstaat Attentäter, die gegen Flüchtlinge vorgehen? Ein Sprengstoffanschlag erschüttert eine Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Freiberg. Mehr als 200 Menschen leben hier. 7 werden bei dem Anschlag verletzt. Im Polizeibericht steht am Tag darauf, eine Person sei verletzt worden. Wörtlich heißt es, bisher unbekannte Täter zündeten einen pyrotechnischen Satz am Asylbewerberwohnheim. Am Heim? Wieso nicht im Heim? In der Presse liest sich der Vorfall recht harmlos. Der Spiegel meldet, Asylbewerber durch Böllerwurf verletzt. Die Sächsische Zeitung, Unbekannte werfen Böller auf Asylbewerberheim. Und Bild, Böllerangriff auf Asylbewerberheim. Ein einfacher Böllerwurf also? 4 Monate später erklärt die Polizei, es war kein Böllerwurf, es war ein Sprengstoffanschlag mit 7 Verletzten. Von den Ausmaßen her, sag ich mal, war es schon relativ sehr gewaltig. Und man muss doch davon ausgehen, wenn in unmittelbarer Nähe auch Leute gewesen wären, also noch näher ran, dass auch festgestellt wurde, dass schon diese
ja, den Begriff möchte ich auch nennen, diese Sprengkörper, eine so hohe Sprengwirkung hatten, dass auch Menschen hätten ums Leben kommen können. Würden Sie nicht sagen, dass es auch an der Zeit ist, jetzt mal zu ermitteln wegen Rechtsterrorismus bei solchen Anschlägen, Sprengstoffanschlägen, wo es auch tatsächlich dann Verletzte gibt? Ich weiß nicht, ob das nicht, also ich verstehe die Frage sehr gut, aber finden Sie nicht, dass das sozusagen etwas Wortklauberei ist? Von einem der Täter fertigt die Polizei ein Phantombild nach Zeugenaussagen an. Doch dieses Phantombild darf, nach Anweisung der Staatsanwaltschaft Chemnitz, nur polizeiintern verwendet werden. Veröffentlicht wird es nie. Bernd Mehrbitz ist dennoch zuversichtlich. Die Spuren, die wir gesichert haben, stellen wir auf Beziehungen oder Vergleiche her, dass ich schon davon überzeugt bin, dass uns auch das gelingen wird, Täter zu ermitteln. Ich kann jetzt nicht sagen, wann. Aber es verbietet sich einfach, darüber nachzudenken, zu sagen, wir ermitteln einfach nicht weiter. Nein, nein, das passiert nicht. Das darf auch gar nicht sein. 17 Tage nach diesem Interview stellt die Staatsanwaltschaft Chemnitz das Ermittlungsverfahren ein. Das, was momentan läuft, ob hier im Freistaat Sachsen, ob in anderen Bundesländern, das hat schon eine Art Pogromstimmung. In Freital, ganz in der Nähe von Freiberg, flog das Auto des Vorsitzenden der linken Stadtratsfraktion in die Luft. Und in Freital gab es 2 Sprengstoffexplosionen vor den Unterkünften von Flüchtlingen. Ein Mensch wurde dabei verletzt. In Dresden traf es ein alternatives Wohnprojekt. 7 Sprengstoffexplosionen in 2015. In einem Umkreis von 50 Kilometern. Neonazis werfen Sprengsätze auf Polizisten, die ein Flüchtlingsheim schützen wollen. Diese Bilder stellen die Rechtsradikalen selbst ins Internet. Gegen mehrere Beschuldigte wird ermittelt, doch nur gegen einen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Obwohl Beamte durch Sprengsätze verletzt wurden. Im Internet finden wir viele Aufnahmen wie diese. Ein sogenannter Polenböller in einem Geschirrspüler. Solche illegalen Sprengsätze werden von Neonazis eingesetzt, so wie hier bei diesem Anschlag in Brandenburg. In dieser Asylbegegnungsstätte der evangelischen Kirche explodierte ein Sprengsatz. Wenige Stunden zuvor demonstrierte die MPD in Jüterbog gegen Asylbewerber. Bundesweit verübten Rechtsextremisten 200 Straftaten mit Spreng- und Brandvorrichtungen in 2015. Zu den Sprengstoffanschlägen kommen Brandanschläge. Dieses leerstehende Haus sollte eine Unterkunft für Flüchtlinge werden. 2004 war das Haus schon einmal Flüchtlingsunterkunft. Damals hatte es auch gebrannt. Die Täter wurden gefasst. Sie waren Rechtsextremisten. Insgesamt wurden im vorigen Jahr 94 Brandanschläge auf Asylbewerberunterkünfte verübt. Im Jahr davor waren es 6. Hunderte von Anschlägen auf diese Asylbewerberunterkünfte. Ich glaube, 500 ist der letzte Stand. 500, Nein, wir sind 600, bei 700. 700. Mhm, bei fast 700, ja. Warum schafft es dieser Staat nicht, das zu verhindern? Wir versuchen es zu verhindern. Die Länder versuchen es zu verhindern. Wir versuchen durch die Verfassungsschutzämter frühzeitig Tendenzen zu erkennen. Hier kann man sehen, das ist die Demonstration am 23.05. in diesem im Jahr 2015 jetzt hier in Limburger Hof in Ludwigshafen. Und da war unter den Demo-Teilnehmern des Dritten Wegs auch der Herr Statzberger aus München, der ja schon verurteilt worden ist wegen versuchten terroristischen Anschlag. Und der ist an diesem Tag bei beiden Demonstrationen auch mit dabei gewesen. Man sieht es hier schön mit dem T-Shirt, dem Logo der Partei Der Dritte Weg. Und auf dem Bild hier hinten kann man den Herrn Wiese sehen, der auch wegen Rechtsterrorismus verurteilt worden ist, der auch hier beim Dritten Weg dabei war. Wer ist Martin Wiese?
Sicherheitsstufe 1 im Münchner Landgericht. Schwer bewacht wird Martin Wiese heute Morgen in den Verhandlungssaal geführt. Der wohl gefährlichste Neonazi Deutschlands soll keine Chance zur Flucht bekommen. Wir werfen dem Anführer Wiese und seinen Gefolgsleuten vor, einen Sprengstoffanschlag auf die Grundsteinlegung des jüdischen Kulturzentrums hier in München ins Auge gefasst zu haben. Die Beweise dafür scheinen eindeutig. Bei einer Razzia fand die Polizei 1,2 Kilo TNT, eine Handgranate und ein Metallrohr. Zutaten für einen teuflischen Sprengsatz, den Wiese und seine Kumpane offenbar am 9. November 2003 bei der Grundsteinlegung für die neue Synagoge in München zünden wollten. Die Bombe hätte ein Blutbad angerichtet. Im Visier der Nazis waren dabei Ex-Bundespräsident Rau, Bayerns Ministerpräsident Stoiber und der Chef des Zentralrats der Juden, Paul Spiegel. Martin Wieses damalige Terrororganisation wollte eine blutige Revolution in Deutschland und einen NS-Staat errichten. Wiese wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt. Karl-Heinz Statzberger zu 4 Jahren und 3 Monaten. Heute ist Statzberger Redner beim Dritten Weg. Was ist das für eine Partei? Hier marschiert der Dritte Weg. Sie nennen es Heldengedenken für die Wehrmacht. Mehr als 200 Kameraden sind angereist, manche aus Tschechien oder Ungarn. Der Dritte Weg verehrt Hitlers Soldaten. Mittendrin entdecken wir Karl-Heinz Statzberger. Als Terrorist verurteilt, schreibt er im Gefängnis für eine rechtsextremistische Zeitschrift. 2008 wird er aus der Haft entlassen. Dann macht er weiter bei der Neonazi-Vereinigung Freies Netz Süd. Norman Kempken war führender Aktivist im verbotenen Nazi-Netzwerk Freies Netz Süd. Auch Toni Gensch zählte zu den führenden Kadern im verbotenen Freien Netz Süd. 2011 trat Gensch eine 26-monatige Haftstrafe an, unter anderem wegen Körperverletzung. Seit 2013 ist er raus. Jetzt gibt er Anweisungen beim Dritten Weg. Der Dritte Weg mitten in München. Eine Kundgebung gegen Asylbewerber und andere Ausländer. Mehrere Neonazi-Kameraden sind angetreten. Einer von ihnen trägt eine grüne Armbinde mit der Aufschrift Presse. Thomas Schatt. Thomas Schatt wurde 2004 verurteilt wegen Mitgliedschaft in der rechtsterroristischen Vereinigung, die den Anschlag auf das jüdische Zentrum verüben wollte. Nur wer stürmt, hat Lebensrecht. Das ist seine Einstellung. Benjamin Hager, laut Verfassungsschutz Bayern ein führender Rechtsextremist. Hager gehört zu einem neonazistischen Netzwerk in Südbayern von etwa 30 Personen. 2014 wurde Hager verurteilt wegen Erwerbs von Bombenbaumaterialien. Für den Besitz gab es laut Gutachten und Gericht nur eine einzige Erklärung: die Herstellung von Spreng- und Brandvorrichtungen. Das hatte Hager auch gestanden. Dafür verurteilte das Amtsgericht Traunstein Benjamin Hager zu 16 Monaten auf Bewährung und 2000 Euro Geldstrafe. Wie urteilen sonst die Gerichte, wenn Neonazis Sprengstoff beschaffen? Wenige Wochen, nachdem das ganze Ausmaß der NSU-Mordserie klar ist, liegt dem Oberlandesgericht Karlsruhe ein bemerkenswerter Fall vor. Ein Neonazi mit Chemikalien zum Bombenbau soll nicht wegen Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens angeklagt werden. Es geht um ihn, Thomas B., ein damaliger Stützpunktleiter der NPD-Jugend. Über das Internet bestellt Thomas B. Bombenbauchemikalien, Zünder und Anleitungen zum Bombenbau. Später wird die Polizei 22 Kilo Chemikalien bei ihm sicherstellen. Genug, um damit ein ganzes Haus in die Luft zu jagen. Er kundschaftete dieses linke Kulturzentrum in Freiburg aus. Ein mögliches Ziel für einen Bombenanschlag, wie die ARD berichtete. Doch erwischt wird der Neonazi nicht etwa von den Behörden, sondern von der linksgerichteten Gruppierung Antifa. Wir haben gemerkt, der hat uns ins Visier genommen, der wollte uns angreifen. Also haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns schützen. Auf den Staat können wir uns nicht verlassen. Das Landgericht Freiburg lässt die Anklage wegen Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens nicht zu. Dagegen legt die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein. Doch das Oberlandesgericht Karlsruhe bestätigt die Entscheidung. Keine Anklage.
Für mich war eigentlich auch ziemlich klar, nach Aktenlage, die ich erkannte, wozu dieser Sprengstoff eigentlich verwendet werden sollte. Es wurden ja von diesen Leuten, bei dem der Täter ja tätig war, wurden ja, man kann sagen, Ermittlungen geführt, Erkundungen über die Antifa. Und da war für mich eigentlich klar, was mit dieser Bombe, die gebaut werden sollte, geschehen sollte. Die sichergestellten Chemikalien zum Bau einer großen Bombe. Was Thomas B. und sein Netzwerk damit wollten, war der Staatsanwaltschaft klar, seinem Richter auch. Und trotzdem, Thomas B. wird nicht angeklagt wegen Sprengstoff, sondern nur wegen unerlaubtem Waffenbesitz. Sein Sturmgewehr war zwar defekt, aber illegal. Seine Pistole dagegen durfte er besitzen, ganz legal. Denn Thomas B. war im Schützenverein. 400 Rechtsextremisten verfügen derzeit über eine waffenrechtliche Erlaubnis. Es werden viele Waffen sichergestellt in der Neonazi-Szene. Es gibt aber auch legale Waffen, die diese Rechtsextremisten ganz legal besitzen dürfen. Warum dürfen eigentlich Neonazis Schusswaffen tragen? Also erstens hat Deutschland eines der wirklich strengsten Waffengesetze der Welt. Und wenn Verfassungsschutzämter einen erkannten Rechtsextremisten oder einen erkannten Rechtsextremen wahrnehmen, der sozusagen Waffenbesitz beantragt, dann wird das sofort gemeldet werden. Thomas B. wird wohl nicht gemeldet. Beschlagnahmte Kriegswaffen und Sprengstoffe aus der rechten Szene. Die Neonazis rüsten auf. Die einen bauen Bomben, die anderen zünden Heime an. Und bei Aufmärschen ziehen verurteilte Rechtsterroristen die Strippen. Polizei und Justiz scheinen diese Zusammenhänge oft nicht zu interessieren. Aber wie hart geht die Justiz mit Neonazis um, die Sprengstoff horten? Eine Schlackehalde im Harz. Hunde führen die Polizisten zu einem geheimen Lager. Hier, im Unterholz versteckt, entdecken sie Sprengstoff. Was ist jetzt hier sichergestellt worden? Munitionsreste, offensichtlich auch Waffenreste und 1,5 Kilo TNT, 1,5 Kilo Schwarzpulver und ungefähr die gleiche Menge Nitropenta sind hier sichergestellt worden. Genug Sprengstoff, um mehrere Häuser dem Erdboden gleichmachen zu können. Der Sprengstoff gehörte einem von dieser Kameradschaft, Silvio Weiser. Aufgefallen war er bereits vor Jahren durch Sprengstoffdelikte. Schon damals bunkerte er kiloweise TNT und diese Weltkriegswaffen. Bei der Durchsuchung seines Hauses stellte die Polizei aber auch rechtsradikales Propagandamaterial sicher. Hendrik Kranert-Rizzi nimmt uns mit in seine Redaktion, um uns mehr von seiner Recherche zu berichten. Wir hatten mit dem Verfassungsschutz gesprochen und der hatte Weiser schon länger auf dem Kieker. Der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt beobachtet Weiser auch während der laufenden Ermittlungen und berichtet über den TNT-Fund. Sieht den Verfassungsschutzbericht 2012 gerade da? Ich habe ihn hier auf dem Schirm. Können wir mal kurz drauf schauen? Ja, lesen Sie einfach kurz vor, was die da geschrieben haben. Tatverdächtiger ist ein bekannter Rechtsextremist aus dem Landkreis Harz, dem Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz vorgeworfen werden. Gegen den Angeschuldigten wurden zwischenzeitlich Anklage erhoben. Unter welcher Überschrift steht dieser Absatz? Unter dem Punkt Rechtsterrorismus. Rechtsterrorismus. Davon weiß die Polizei offenbar gar nichts. In seiner Vernehmung gab der Beschuldigte an, er sei also Sammler. Er hat uns glaubhaft versichert, nichts mit diesen Sprengmitteln anfangen zu wollen. Zur selben Zeit sortiert der Verfassungsschutz den Fall unter Rechtsterrorismus ein. In seinem öffentlichen Bericht steht er gleich unter dem nationalsozialistischen Untergrund NSU. Die Staatsanwaltschaft hat zunächst erklärt, also es handelt sich um Waffennarr, Sprengstoffnarr. Also Hinweise auf die rechte Szene wurden, die wir hatten, wurden verneint. Gab es nicht. Der Innenminister des Landes hatte dann allerdings auf Nachfrage erklärt, dass es offensichtlich doch eine Verbindung in die rechte Szene gibt. Insofern ist das eine, dass wir Erkenntnisse haben, dass er dem rechten Gedankengut zugeneigt zu sein scheint. Aber auf der anderen Seite wäre es jetzt verfrüht zu sagen, dass diese Funde mit irgendeiner Aktivität da zusammenhängen.
Ja, aus der Erfahrung der Vergangenheit sind wir fest entschlossen, dass wir das Entstehen einer NSU-ähnlichen Verbindung nicht übersehen dürfen, bloß weil sie in den Anfangsphasen nicht erkennbar war. Also wir versuchen, das Undenkbare mitzudenken bei der Vorbereitung, oder das Denkbare aus der Vergangenheit, kann man das ja sagen, mitzudenken und vorbereitet darauf zu sein, genau dies zu verhindern. Deswegen sind wir so außerordentlich wachsam. Wie wachsam war hier die Staatsanwaltschaft? Wurde das Undenkbare tatsächlich mitgedacht? Wir gehen mit dem Zeitungskollegen zur zuständigen Staatsanwaltschaft Magdeburg. Doch die will uns dazu kein Interview geben. Anfangs wurde er ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz. Auf den Sprengstoff selber ist man kaum eingegangen. Und auf die Frage, ob der Mann nicht damit womöglich eine Bombe bauen würde? Das war überhaupt kein Thema. Also das spielt überhaupt keine Rolle in der Frage. Obwohl klar war, dass es sich nicht nur um Sprengstoff, also TNT und Schwarzpulver handelte, sondern auch um Nitropenta und Sprengkapseln. Auf Facebook präsentiert sich Silvio Weiser mit schwarz-weiß-roter Fahne, einem Symbol der Neonazis. Und er marschiert weiter gegen Einwanderer. Hier bei einer Demonstration der extremistischen Partei Die Rechte im September 2015 in Quedlinburg. Wir haben eine Geschichte, da ist ein polizeibekannter Neonazi mit 1,5 Kilogramm TNT und 1,5 Kilogramm Schwarzpulver festgenommen worden. Und die Staatsanwaltschaft stellt das Ermittlungsverfahren ein. 1,5 Kilogramm TNT und 1,5 Kilogramm Schwarzpulver plus Sprengkapseln und so weiter. Und der ist wirklich bekannt als Neonazi. Der steht in einem Landesverfassungsschutzbericht unter Rechtsterrorismus aufgeführt. Und die Staatsanwaltschaft stellt ein und ich telefoniere mit dem Oberstaatsanwalt und frage, warum wird das eingestellt? Und der Staatsanwalt sagt zu mir, ja, wir können ihm nicht nachweisen, dass er eine Bombe damit bauen wollte. Aha. Das war wahrscheinlich dann so ein Weihnachtsbastelvorhaben. Sie müssten eben praktisch nachweisen, dass der eine Bombe bauen wollte mit diesen 1,5 Kilo TNT. Und ich fragte den Staatsanwalt am Telefon, das ist ohne Kamera gewesen, ja, was soll er denn sonst damit machen? Und dann sagt der Staatsanwalt zu mir, das wissen wir nicht, wir müssen es ihm ja beweisen. Also offensichtlich kann man da nichts machen. Und das sind Fälle, die verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Eine andere Geschichte. Ich glaube, wir müssen aufgrund der Uhrzeit, Sie haben ja gleich Okay, schade. Aber trotzdem vielen Dank. Gern geschehen. Danke.